Ihre Blindheit, sie kostet den Narren das Leben. Die raffen die Schätze mit Habsucht und Gier. Mit Gold und Fesseln bestraft der Waldfürst die Habgier. Aus Flieder und Nesseln und gesammelten Knochen bereitet er sein Mahl und näht die Kleider. Autor unbekannt. Sumach auf Pergament. Die Hüter haben den Wassertalisman in geheimen Katakomben tief unter der Stadt versteckt. Der Karte nach befindet sich der Talisman in einem Schrein in der untersten Höhle. Außer einigen Giftspinnen erwarten mich dort unten eigentlich keine besonderen Gefahren. Andererseits enthält die Karte diese seltsame Anmerkung: Stelle dich nicht gegen uns, damit du nicht den Stachel fühlst, der die Ignoranz umgibt. Das heißt übersetzt wohl: Hey Kumpel, hier ist alles voller Fallen. Einer meiner Informanten, Giri, hat sich hier unten in den Katakomben häuslich eingerichtet, nachdem er seinen Job am Kartenschalter der Oper ganz in der Nähe verloren hat. Ich denke, er kennt die Katakomben wie kein anderer. Ich werde ihm deshalb einen Besuch abstatten. Vielleicht hat er ja einige Informationen für mich. Ja, und damit herzlich willkommen bei Shelog und zurück zum Let's Play von Dark Project, der Meisterdieb. Wir besorgen uns jetzt den Wassertalisman. Wenn ich mich nicht täusche, ist das dann der dritte, ne? Ja, also der Wassertalisman fehlt uns noch und der vierte. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist egal. Wir müssen unseren Spitzel finden, Giri. Der wohnt aus irgendeinem Grund in den Katakomben, wenn er meint. Wir müssen die Karte des Hüters finden. Was? Achso, finden Sie mit der Karte des Hüters den Wassertalisman. Man würde sagen, wir haben doch eine Karte. Auf Fallen achten. Wenn wir den Talisman haben, sollen wir die Katakomben verlassen. Wir sollen mindestens 200 Goldstücke aufspüren. Das ist nicht viel. Okay, Menschen sind hier genauso selten wie Schätze. Wenn Sie also Ihren Spitzel Giri oder andere Menschen treffen, bringen Sie sie nicht gleich um. Würden wir doch niemals machen. Machen wir mal weiter. Ja, wir haben ja leider nicht so viel Beute, deshalb können wir jetzt nicht so viel kaufen. Ich habe mir übrigens sagen lassen, von meinem Vater, der kennt das ja, dass diese Masken, die da rumlagen in der verlorenen Stadt, Beute gewesen wären, wenn wir am Anfang den Tipp gekauft hätten. Das heißt, viel von dem, was uns fehlte, lag da eventuell in den Masken und wir konnten das gar nicht kriegen. Ist irgendwie gemein. Ich weiß nicht, wenn wir da unten in den Katakomben, da könnten diese Scherenwesen sein. Ich meine, auf der Karte habe ich das gerade gesehen. Die Karte, die im Vorspann zu sehen war. Ich meine, da waren diese Scherenmenschen zu sehen. Und da habe ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn wir die umnocken. Das kann nicht schaden. Ansonsten, was haben wir denn schon? Einen zweiten Wasserfall, den Gasfall können wir uns, glaube ich, eh nicht leisten. Soll ich die Mine zurückgeben? Ja, komm. Nehmen wir das so. Und falls uns doch jemand krumm kommt, kaufen wir noch ein paar Breitkopfpfeile. Ich hasse es, wenn so eine Summe überbleibt. Naja, kann man nichts machen. Da oben steht erstmal direkt ein Wachmann rum. Hallo? Irgendjemand da? Nein. Ich glaube nicht. Okay, der sitzt da oben im Turm. Das ist gut. Er ist auch eingesperrt. Er kann also nicht runter. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Okay. Ich kann ihn auch nicht befreien. Ich habe auch das Gefühl, er wäre sehr undankbar. Bleib schon da oben, ne? Ich würde ja gerne auf das Dach, damit ich zu ihm kann, aber dann wird er mich bestimmt sofort sehen. Ich versuche es aber trotzdem mal. Wer ist da? Ist da jemand? Huch. Das war jetzt aber ein eleganter Sprung, Garrett. Ich finde dich schon noch. Ach, hier gibt's nichts zu finden. Es muss von außen recht lustig ausgesehen haben. Garrett so Matrix-mäßig. Ist wohl nichts. Okay, er hat sich beruhigt. Vielleicht können wir ihm einen ziehen. Ist da jemand? Der hat einen Schlüssel. Kein Geräusch weit und breit.
Was ist da? Ein sehr schlecht zielender Meisterdieb. So. Ja, der kann hier ja auch nicht großartig entdeckt werden, denn hier ist ja keiner. Deshalb lasse ich den da mal liegen. Das war alles. Dafür bin ich jetzt da hochgekraxelt. Wie blöd. Ah. Na, vielleicht kann ich den Schlüssel ja noch für was anderes gebrauchen. Aber nicht für dieses Tor? Nein, nicht für dieses Tor. Gut. Gucken wir mal um die Ecke. Ein Leuchtepilz. Ist doch nichts, wo ich einen Seilpfeil dran schießen könnte. Also, hier in diesem Außenbereich gibt es ein Stück Käse und einen Pfeil. Oh. Aber warte, vielleicht kann ich ja... Und eine Tür vom Kopf. Gratis. Okay, das geht wohl nicht auf. Kann ich da hoch? Ich will da hoch. Ich darf nicht da hoch. Gut, dass der Wachmann bewusstlos ist. Dieser Krach will den jetzt bestimmt wahnsinnig machen. Ah, ich kann doch da hoch. Hebel, Schalter, Gold? Nein. Ach, die geht so auf. Okay. Wenigstens etwas. Ich habe heute übrigens nicht viel Zeit, deshalb werde ich nicht die Mission am Stück spielen und hinterher dann aufschneiden können. Aufschneiden? Zurechtschneiden können, meine ich. Deshalb entschuldigt, wenn dann die Teile wieder etwas ungleich lang werden. Aber ich werde heute jetzt nur ein Video machen, damit ich halbwegs den Uploadplan einhalten kann. Und das wäre ja schon mal schön. Spring, Garrett. Höre ich Spinnen? Ich glaube, ich höre Spinnen. Oh, eine Mumie? Achso, die sind Spinnwegen. Wegen der Spinnen. Aber die Spinne da ist tot. Da hinten sind noch Spinnen. Ich schätze, ich bekomme aus Giri nichts heraus. Ach, das ist Giri? Nein, der wird hier nicht mehr viele Informationen geben. Habt ihr mich gesehen? Kommt ihr mal her? Treffe ich die? Ah! Meisterschützin! Andy, du musst auch stillhalten, sonst kann ich das nicht so gut. Ah! Ich kann nur Meisterschützen. Oh, ist sie schnell! Ich kann nur Meisterschützen, wenn mein Ziel auch stillhält, bitte. So, kannst du schwimmen? Wo bist du? Wo bin ich? Da. Komm, 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 komm. Ich glaube, jetzt ist sie sauer oder so. Okay, vergessen wir den zweiten Schuss, aber der erste war doch super, oder? Haha. Und der dritte auch wieder. Tun wir so, als wäre der zweite Schuss nie passiert. Ja. Was hat denn der Giri hier so rumliegen? Wertlosen Kram. Mehr wertlosen Kram. Wertlosen Kram. Ein Heiltrank. Wertloser Kram. Und ein Buch. Donnerstag. Schon wieder Spinnen. Das macht 12 diese Woche. Ich habe keine Zeit, mir den Kopf über diese seltsame Wanderung zu zerbrechen. Ich muss meine Sachen packen oder beim Morgengrauen verschwinden. G-Punkt. Okay. Ich lasse den blöden Witz. Wer von euch solche blöden Witze mag, macht ihn selber in seinem Kopf und die anderen ignorieren das einfach. Ja. Vergessen wir blöde Witze. Mein Gott, kann Garrett weit werfen. Links, rechts. Ich gehe mal nach rechts. Ah, scheint eh alles in ein Wasserbecken zu führen. Huh? Oh, das war knapp. Ah. Ach,
Ach ja, da sagte ja jemand was, alles voller Fallen, nicht wahr? Ja, es führt alles... Ah ja, genau, ich könnte mal auf die Karte gucken. Abgrundtiefe Höhlengänge schwimmen. Gut. Vier Männer verloren, ein Mann verloren. Also nach rechts. Ach nee, das, da komme ich dann her, oder wie? Ja klar, da komme ich her. Spinne, ein Mann verloren. Giri haben wir da auch verloren, wollte ich nur sagen. Ich kann es vielleicht ja mal notieren. Dann sind wir jetzt hier. Seht ihr, hier, das meinte ich. Da könnten diese Scherenmänner sein. Aber jetzt habe ich natürlich doch keine Mine. Es dauerte 3 Wochen, den Schrein zu erschaffen. Leider haben wir noch jemanden auf der Heimkehr verloren. Unbekannt. Hüterbrüder, stelle dich nicht gegen uns. Ja gut, das hat Geralt ja schon vor einigen Jahren gemacht, sich gegen seine Hüterbrüder gestellt. Da ist doch noch so ein Stein, oder nicht? Fällt der mir jetzt noch auf den Kopf oder bleibt er, wo er ist? Er versucht noch mehr... Ah, ein Wasserfall. Gut, eigentlich habe ich ja keine Lust auf die Scherenmenschen. Aber bei diesen Scherenmenschen fällt mir ein, was ich dann in dieser versunkenen Stadt vermisst habe. Ich meine, früher waren die da. Ich meine, früher waren da diese Scherenmenschen. Und nicht die Magier. Nicht, dass ich böse drum wäre, dass da keine Scherenmenschen waren. Ich speichere mal kurz richtig ab. Denn ich mag die nicht besonders. Ich höre die schon. Großartig. Ist bei dem jetzt da, ist das jetzt vorne oder hinten? Ich kann es nicht sagen. Also ich würde jetzt sagen, ich lasse den erstmal in Ruhe. Ich weiß nur nicht, ob das Wasserbecken da hinter ihm... Ach, das ist gar kein Wasserbecken. Okay. Da ist ein Wasserbecken. Ich muss weg. Ich war ja schon immer... super begeisterter Tauchfan. Ah, das war doch ein Wasserbecken. Hinter dem Kumpel. Tja. Ich hoffe, ich kann tauchend an denen vorbei. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die da jetzt so rumklackern, weil die mich schon bemerkt haben. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Uah. Ich weiß nicht, ob die mich schon bemerkt haben oder ob die einfach nur hier so rumklackern, weil das eben das ist, was sie so tun. Ob das so ihr Ding ist. Nie ohne Seife waschen. Also eigentlich müsste ich jetzt von hier aus nach Westen. Also muss ich jetzt wahrscheinlich hier raus. Geil. Ja, super. Denn hier geht es ja irgendwie nach Westen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, der hat mich jetzt doch gesehen. Da ist Osten. Wie bin ich denn aber gerade? Ich versuche mal Richtung Westen zu tauchen. Das ist mehr Nordwesten. Das ist mehr Südwesten. Ja, was willst du jetzt machen? Schwimmkurs? Ja, mal ganz im Ernst. Ich habe das Gefühl, hier geht es nur im Kreis. Bin ich hier falsch? Das will ich nicht ausschließen, aber ich hätte jetzt da an dieser... an Giris Heimstatt, in Anführungsstrichen, nichts gesehen. Kann ich die ausnocken? Kann ich. Gut. Aber ich kann sie nicht wegpacken. Aber da die anderen mich ja ohnehin schon bemerkt haben. Hm.
Also das Gute ist, sie können scheinbar nicht schwimmen. Das Schlechte ist, sie haben mich bemerkt. Ich wollte gerade auch noch sagen, das andere Schlechte ist, dass der, an dem ich wahrscheinlich vorbei muss, sich nicht bewegt. Jetzt bewegt er sich allerdings auch. Also jetzt habe ich alle alarmiert, die hier unten so wohnen. Geh mal weg, bitte. Ja, entschuldigt, das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ich muss jetzt nämlich irgendwie hier immer hin und her rennen wie so eine Irre, bis ich eine Gelegenheit finde in diesem Tunnel. Ist das der Tunnel, in den ich rein muss? Gut, hier bin ich im Moment im Dunkeln. Das heißt, wenn der jetzt einfach weggehen würde... Oder ist das der Tunnel, aus dem ich gekommen bin? Kannst du mal weggehen? Irgendwie. Dieses Skelett da kommt mir nicht bekannt vor. Aber hier ist jetzt auch kein Wasser mehr, wo ich mich vor denen verstecken könnte. Da ist Westen, da könnte ich einfach mal langlaufen. So furchtbar schnell sind die ja nicht, ne? Aber vielleicht geht der ja auch jetzt auch einfach wieder weg. Geh weg. Genau, such da. Huiuiui. Hä, jetzt bin ich doch wieder hier? Wollt ihr mich veräppeln? Wie komme ich hier raus? Ich bin für immer hier gefangen. In den Tunneln der Scherenmenschen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Du Quietscher. Okay, jetzt bin ich aber tiefer gesprungen, als ich hier wieder rauskäme. Vielleicht ist das der Weg. Oh, hier kann ich atmen. Das ist gut. Hui, war das aber aufregend. Ah, ich mag diese Viecher nicht. Gut, das soll man wahrscheinlich auch nicht. Sind wahrscheinlich nicht als die Sympathieträger des Spiels gedacht. Hoffe ich mal. Wenn sie als die Sympathieträger des Spiels gedacht sind, hat da jemand einen echt schlechten Job gemacht. So. Ich hoffe, ich schwimme jetzt immer in die richtige Richtung. Ah ja, diese Treppe, da kenne ich noch nicht. Aber ich sehe, dass man da unten auch nochmal langtauchen kann. Jetzt komme ich zurück zu den Scherenmenschen. Das will ich gar nicht. Hier ist auch eine Treppe. Oh, da bist du. Was mache ich denn jetzt mit dir? Schieße ich auf dich? Das wäre nicht nett, oder? Nein, das wäre nicht sehr nett. Problem ist, ich komme nicht zu dem hin, ohne dass der mich sieht, denn das Wasserbecken scheint sehr hell zu sein. Sonst würde ich ja sagen, ich versuche nochmal hinter ihn zu kommen, denn man kann die ja offenbar ausnocken. Klacker, klacker, klacker. Erschieße ich den? Ignoriere ich den?
ist das hier aufgebaut. Okay. Gut, dann müssen wir hier ja eh lang. Dann gucken wir jetzt mal, was wir mit dem Scherenmann machen können. Wir sind ja scheinbar irgendwie wasserscheu, aber ich denke mal, diesen Bereich würde er noch betreten. Huch. Komm ein bisschen näher und dann dreh dich wieder um. Sei nicht so doof. Ah, jetzt komme ich nicht raus. Komm nicht zu nah, aber geh auch nicht zu weit weg. Ich bin da sehr wählerisch. Ich höre den gar nicht mehr. Ah! Ja. Oh, der ist sauer, der ist sauer. Ich gehe einfach. Und jetzt ist er auch noch sehr aufgeregt. Vielleicht tauche ich doch einfach auf der anderen Seite herum. Jetzt ist er ja da beschäftigt. Ich hoffe, das ist der gleiche. Aber müsste ja, ne? Wer sollte das sonst sein? Oh, der ist jetzt da irgendwie beschäftigt. Und ich hoffe auch weiterhin. Oh. Höre ich jemanden singen? Ach, mir fällt gerade ein, ich habe doch Gaspfeile gekauft. Damit hätte ich den doch bestimmt ausnocken können, oder? Mann, ist das hell hier. Da war eine Fackel, aber... Stelle dich nicht gegen uns, damit du nicht den Stachel fühlst, der die ignorieren. Vielleicht muss ich mich ducken? Ich duck mich einfach mal. Wer bist denn du? Wow. An Captain Colliard von Lady Valerius. Ich habe gehört, schätze ich mal, da sie auf ihrem Ausflug zur Lösung unseres kleinen Spinnenproblems auf einen Schrein und eine Schatzkammer gestoßen sind. Ich lese den Satz jetzt mal so vor, wie er, glaube ich, heißen soll. Ich habe gehört, dass sie auf ihrem Ausflug zur Lösung unseres kleinen Spinnenproblems auf einen Schrein und eine Schatzkammer gestoßen sind. Ich freue mich auf die Schätze, die sie dort sicher gefunden haben und dulde von nun an keine Ausflüchte über mysteriöse Fallen und andere Gefahren. Viel Erfolg, Lady Valerius. Leer. Und jetzt? Ach, hat Lady Valerius jetzt den Wassertalisman? Also Garrett kommt immer sehr viel dazwischen auf seinen Reisen, nicht wahr? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Habe ich jemanden singen gehört? Ach, das ist ein wertloser Löffel, oder? Ich kenne einen Weg in das Opernhaus, dringe ein so leise wie eine kleine Maus. Ich sehe dich, kleiner Fisch.
Oh nein, tust du mir was? Du bist ein richtig großer Fisch. Bist du auch hier, um zu singen? Wir könnten doch die berühmte Szene zwischen Raoul und Lady Valerius nachspielen. Ich fange an. Es ist Nacht. Raoul, der gut aussehende Besitzer des Opernhauses, bringt Lady Valerius ein Ständchen dar. Ich, Raoul, beschuldige sie, ihren Reichtum durch Intrigen zu mehren. Dann singt Lady Valerius. Ich, Lady Valerius, habe das Opernhaus erworben, das stimmt, direkt vor deiner Nase. Küsse den Boden unter meinen Füßen. Jetzt lebe ich hier, unter der Oper. Doch ich komme wieder. Ich stehle Nahrung und alles, was ich brauche. Sie kann mich nicht rauswerfen, nicht Raoul. Dann kam sie hierher, um nach Spinnen zu suchen. Fanden stattdessen die Schätze des Schreins. Die hat sie jetzt auch noch. Ich sah sie damit. Sie sind sehr mächtig. Du könntest sie ihr doch stehlen. Ja, das würde sie sehr traurig machen. Mal sehen, was sie wohl singen würde. Ah, ich hab's. Lady Valerius sitzt weinend in ihrer Kammer und singt. Ich, Lady Valerius, könnte ich auch bin mal so unglücklich. Wo sind all die Schätze, die mich einst glücklich machten? Du brauchst eine Karte? Raoul hat eine Karte. Einen Schlüssel? Auch kein Problem. Denke dran. Geh nach links im Kanal, denn nach rechts wär banal. Das ist der geheime Eingang. Jetzt geh, geh, geh. Nimm das Seil, geh nach oben. Was trödelst du herum? Die Tante soll toben. Lass uns nun die bemerkenswerte Szene zwischen Raoul und Lady Valerius nachspielen. Oh, ich fange an. Hier gibt's nicht viel. Okay, Raoul hat offenbar nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber bestätigt... Diesen Kerl ist der letzte Vorhang schon vor langer Zeit gefallen. Aber das ist die beste Spur, die ich habe. Ups. Ja, Garrett, wie ich eben sagen wollte, Garrett, der Kerl hat sie nicht mehr alle, aber er... Ich dachte, er hätte uns eine Karte gegeben. Ich dachte, er hätte gesagt, er gibt uns eine Karte. Aber wir haben neue Ziele. Klar, immer noch Wassertalisman stehlen, der jetzt aber mittlerweile im Opernhaus ist bei Lady Valerius, die sich offenbar die Oper mit Intrigen angeeignet hat. Diebesgut von 2000 Goldstücken ist es jetzt schon. Giri erzählte oft von dem Geld. Achso, Giri hatte ja an der Kasse gearbeitet. Okay, wir sollen die Kasse der Oper leeren. Der musikalische Leiter der Oper hat eine silberne Flöte bekommen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und wir richten kein Blutbad an. Taschendiebstahl, Raub, Diebstahl und Verstecken. Wenn es sein muss, sogar weglaufen. Aber um Himmels Willen töten sie niemanden. Wenn sie gefunden haben, was sie suchen, verlassen sie die Oper und tauchen sie in den Straßen unter. Ja. Guter Plan. Mal gucken, ob der funktioniert. Haben wir denn jetzt einen Schlüssel? Nein, wir haben nur den Schlüssel, den wir am Anfang hatten. Hat der Raoul den irgendwie dahingelegt? Ich muss noch mal einmal runter. Ah, da liegt was. Huch. Ah, das hat er dahingeschmissen. Wie unhöflich. Okay. Da. Weinbad, Nahrung, Kartenschalter, Wachenstation. So, wir kommen ja von unten. Was heißt Trips? Egal. Wir kommen von unten, also hier kommen wir wahrscheinlich rein. Okay. Gut, das ist ja lustig, aber ehrlich gesagt kommt mir das sehr entgegen. Ich will mich jetzt lieber mit Menschen rumschlagen, als mit diesen Scherenleuten. Mag keine Scherenmenschen. Die sind ein bisschen gruselig. So, wie war das? Geh nach links, nach rechts wäre fatal oder banal. Ist die Spinne da tot? Ich kann hier nicht schießen, offenbar. Die Spinnen sind aber irgendwie alle tot.
Ja gut, vielleicht waren das Lady Valerius Leute, die haben sich ja offenbar hier durchgekämpft. Nochmal Papyrus, den lesen wir gleich. Ich gucke eben hier zu Ende. Wo ist da? Mr. Colliard, es reicht keineswegs, die Spinnen, die unverschämt genug sind, im Erdgeschoss herumzukrabbeln, zu töten. Ich wünsche, dass Ihre Männer in die Kanalisation und weiter hinuntersteigen und dort alle Spinnen, die Sie sehen, töten. Ich verlange, dass Sie so lange suchen, bis keine Spinne mehr übrig ist. Es interessiert mich nicht, ob Sie dabei Männer verlieren oder ob diese Angst davor haben, in die Katakomben einzudringen. Wenn Ihre Männer nicht einmal diese simple Aufgabe erledigen können, muss ich eben jemanden suchen, der fähiger ist als Sie. Ich bin allerdings nicht sicher, ob Sie ohne die Empfehlung der Oper jemals wieder eine Arbeit finden. Vermutlich nicht. Ich erwarte morgen einen Bericht über ihre Fortschritte. Lady Valerius. Das scheint ja eine sehr sympathische Dame zu sein, nicht wahr? Und mit sympathische Dame meine ich dumme Kuh. So, also rechts wäre banal. Das ist dann wahrscheinlich der Haupteingang oder so. Allerdings will ich... ich weiß nicht. Ich glaube, ich guck mal. Nur mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss gleich auch Schluss machen. Hab leider noch was vor. Ja, das ist ziemlich erleuchtet. Also gehen wir mal einmal nach links. Allerdings will ich ja eigentlich alles absuchen, falls da irgendwo Beute liegt. Denn ich glaube, wir haben bislang nur dieses Silbernugget gefunden. Wo ist es denn? Das heißt, von unseren 2000 sind wir noch weit entfernt. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich hier so furchtbar viel übersehen habe. Aber es ist ja auch logisch, wenn Lady Valerius... Leute hier rumstromern. Dann... Sieht wie der Eingang aus. Ja, würde ich auch sagen. Dann haben die ja alle Schätze für sie mitgenommen. Okay, ich suche mir jetzt nochmal ein dunkles Plätzchen. Hinter diesem Bühnenbild zum Beispiel. Und dann verabschiede ich mich kurz von euch. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht an einem Stück spielen können. Ich habe jetzt noch was zu erledigen. Ich hoffe, bis hierhin gefällt euch die Mission. Ich finde es toll, dass wir jetzt in die Oper einbrechen und nicht in den Katakomben rumkrausen müssen. Ich wollte schon immer meine Oper einbrechen. Also nicht in echt natürlich. Aber wie gesagt, ich mag eigentlich menschliche Gegner lieber als diese übernatürlichen Wesen, die es in Thief manchmal gibt. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für eure Zeit. Tschüss!